Jo Leute, willkommen zu einem richtig coolen Guild War. Schaut mal, was hier steht und hier weiter habe ich noch nicht geschaut. Aber ich denke mal, die zwei werden wir auf jeden Fall machen. Jo. Gut, fangen wir mal an. Also, jo, ich hasse diesen komischen Dark Imperator. Er ist richtig overpowered. Das Ding ist aber, naja, na, ich hätte gerade überlegt, irgendwie mit Double Skogoldold reinzugehen, aber er klaut mir ja auch Defense. Kann ich ihn nicht einfach mit Zeros machen? In der Hoffnung halt, dass wir ihn irgendwie one-shotten. Ja, oder? Wird schon passen, oder? Okay. Und Artemil, Light Panda und Sean. Das ist... Jo. Also da bräuchte ich halt einen Dark Tank, ne? Da wäre er eigentlich recht gut, muss ich sagen. Weil er 100 Resistance hat, ne? Okay. Frage ist... Ja, dann lass halt Skogul auch zunehmen. Und... Was braucht man noch? Was werden gut? Ich wäre Raccoon. Lass Raccoon nehmen. Ja, zu wenig Energy wie immer. Gut. Gut möglich, dass Bastet als erstes moved. Bastet verkackt, Better verkackt, hey. Wow. So, better resisted, nice, das heißt better wird gleich dritten Skill machen, ne? So, er klaut uns schon Stats. Holy shit, ja, das fuckt schon wieder so an. Dummes Spiel einfach, wirklich. Was der hätte zuerst moven sollen, dann macht Better dritten Skill und dann cutten wir. Das wäre der Plan gewesen. Wie man Resistance schon wieder so gut funktioniert, hey. Unglaublich. Frisst jeden Defense Break schon wieder. Alle drei provoked, wohl alle drei Max Resistance haben. Und natürlich war ja Kuni auch wieder geil gegen Tieren längst passive, aber hey, funktioniert trotzdem. Aber es ist so nervig einfach wirklich. Man kann sich echt so auf nichts verlassen. Tja, Draw, ne? Gut. Was ist das überhaupt? Nigong, Lima und Lydia, ne? Jo. Okay. So. Was mach mal? Was mach mal? Irgendwie dachte ich unten. Nein, okay, funktioniert auch nicht. Das Götze. Also gut, schauen wir mal, fangen wir mal oben an. Nigong, Gleimer und Lydia. Sie haben ein bisschen Sustain.
Revive, Strip und ein Damage-Dealer, der mehr Schaden macht, je mehr die gefressen haben. Und er hat auch ein Damage Reduce Passive. Ich würde sagen, wir bomben ihn. Nehmen wir noch Oki dazu. Und Brand bringt mir nichts. Lass Chasun nehmen. Warum nicht? Gut, und für da unten. Sean hat Provoke. Raoul hat Strip. Und Zeratul hat Overpowered and Damage. Lass mich was probieren. Das Ding ist aber, sie haben kein Revive, das heißt, das wird sogar funktionieren. Sag ich jetzt einfach mal. Werden wir gleich sehen. So, was resetten wir denn? Lass Nigong mal resetten. Und lass halt Nigong bomben dabei. Gut, schlecht. So, mal schauen, ob uns irgendwie vielleicht Leimer vielleicht aufweckt. Nein, warum auch? 800 IQ. So, Nigong wurde zwar gerade gestunt, also nicht gestunt, aber er wurde eh schon resettet. Jetzt haben wir Leimer resettet, das heißt, Strip gibt's auch nicht. Und auch kein Protect. What the fuck, Nigong? Reicht aber nicht. Deine 3 Procs. Bombe auf Leimer, kill Nigong. Damage auf Leimer. Resetten Lydia. Hat auch Stun Resisted, aber gut. Killen wir dich eben so. Chasun prockt Stun raus. Nice. Können wir dich stunnen? Jo, können wir. Sehr gut. Ja, und Single Lydia. Nicht wirklich ein Problem. Das mit dem ersten Team, das fuckt mich echt an. Vor allem, dass sie auch dann noch auf Zeros gehen, ne? Wobei sie keinen Unterschied macht, aber. Okay. So. Also wie gesagt, Zeratul ist halt der Damage Dealer, deswegen nuke mal Zeratul, obwohl die anderen beiden halt ziemlich nervig sind wegen Provoke und Hack und alles, aber. Gut. Ich denke halt nicht, dass die uns irgendwie killen können. Außer natürlich Panda ist ewig und 3 Tage im Provoke und kriegt nie einen Heal raus. Oder einen Defense Break. Naja, könnte schon interessant noch werden. Wir fressen gerade ziemlich viel Damage. Gut, gehen wir mal Copper den Turn. Panda heilt. Oh, wir haben sogar schon wieder New Grade, nur dann. Easy! Mach's gut, Beastmonk. Nur noch schauen, wie immer. Ja, mega nervig, auch wie immer. Ja, natürlich, da prockt sie dann nachher raus und cleanst sich den Defense Break, ne? Aber gut. Okay. Win. Schauen wir mal, wie wir noch machen. Da hat eigentlich eher erstes Team. Und ziemlich viele Wins hier. Übel. Aber ich fand es nicht so gut, es war einfach behindert.
Plane wirklich gewesen, ne? Das Dead Buff dritten Skill gibt Better den Attack Buff und alles, also Attack Buff und alles. Better macht dritten Skill und dann cleansen wir den ganzen Blödsinn. Aber nein. Was der fängt er mit zweiten Skill an und hat, glaube ich, Defense Break of Zeros oder so gelandet, ne? Holy shit. Oh mein Gott, ich brauche mehr. Ich brauche mehr Swords, vielleicht lässt mich ein Gildi. Gilva machen. Okay, lass. Lass Fermion machen. Gut. Lass das untere Katharina einfach. Und für da oben, ich hab leider irgendwie keinen Light Tank, ne? Man hat einmal Mana. Mal schauen, ist nicht wirklich gut geruhnt. Lauren kann ich sicher nicht nehmen. Na gut, macht nix. Was machen wir mit dir? Cleaven ist auch keine gute Lösung. Dann. Sowas. Sowas. Probieren wir mal, ha? Irgendwas müssen wir auf jeden Fall schnell down kriegen, weil. Ja. Ja, was soll's. Detonate. Holy shit, überhaupt kein Schaden. Okay, ich glaube, das. War vielleicht doch nicht so eine gute Idee, aber schauen wir mal. Recht langsam sind sie halt, eh klar. How dare you? Ist das denn ernst? Ach. This is not okay. This needs to stop now. This is cancer. This is so much cancer that I can feel the tumors growing on my back. And it's weighing down heavy on me, and it's not okay. Gott, warum, hä? Wow, und er landet ein Double Defense Break. Puh! Oh mein Gott. Na gut, aber keine Ahnung, hä? Das war ja auch schon wieder irgendwas einfach. Heftig. Okay, aber wenigstens das hier sollte klappen. So, Kali killt hoffentlich schon. Ja gut. Naja, irgendwie ziemlich enttäuschend, muss ich gerade ehrlich zugeben. Ich glaube, es hätte sogar funktionieren können, das Team mit Word. Aber. Ja, komischen Triple Proc wieder von Fermion. Aber was soll's, hier? Kann man nichts machen. Ich werde wirklich fragen, ob mich ein Guildy RT machen lässt. Ich will noch mehr Light Dark Units killen oder gekillt werden. Was ist das First Pick immer, hey? Ja, locker ein, hey. Ich hasse diese Leute, was? RG dauert eh schon so lange. Wow.
Ah, scheiße, Florin. Ich habe keine Ahnung, was ich da picken soll, hier wirklich. Keine Ahnung. Ich sollte, ich glaube, hier einen Damage-Dealer bannen. Ah, natürlich, hey. Ist schon wieder irgendwas, hey. Hattest du wenigstens? Ach komm. Also, GG bekommt einen zweiten Turn, oder? Ja, natürlich. Schau, wie lächerlich. Warum resistet Alicia? Warum? Warum verfickte Scheiße? Es ist so behindert, das Spiel. Hätte Alicia nicht resistet, hätte er niemals gewonnen. Aber nein. GG Resistance. Ich schwör wirklich. Absolut behindert. Das trippt er nicht jetzt irgendwie. Eigentlich will ich ja Diana bannen. Mir gefällt mir ein guter Strip, habe ich immer das Gefühl. Kann man dich killen? Na, nicht mal irgendwie. Jetzt kommt Kack Diana wieder dran. Aber wie viel Schaden das scheiß Vieh machte, 3k pro Hit. Ach, Brocken Vio, ey. Gib mir schon das zum Sack, ich. Warum bann ich nicht einfach Diana, Mann? Das ist so behindert. Der Jan ist so ein dreckiger Oberpowder-Char.
Ich sehe schon, das wird auch wieder die U-Katastrophe. Lichester Proc. Natürlich. Letzter zweiter Proc. Schau, es ist so ein verhurtes Spiel, wirklich. Es geht mir so am Sack einfach. Was soll ich jetzt machen hier? Lich, nächster Proc. Nächster Proc, was geht ab hier? Holy shit. Revenge alles hier, das ist doch Gebitte. Ist doch nicht normal hier. Wie viel Prozent hat das Ding hier? Nächster Proc. Stirb einfach, ey, wirklich. Wahnsinn. Boah, irgendwann, ey. Irgendwann falle ich noch zu dumm in dem Scheißspiel. Kommst dann wenigstens. Stirb. In your face, hä? Wahnsinn, hä?